Kein Negativwort rausgetasert. Nein, lass dich nicht voll labern, Digga, hä? Hört auf, bitte nicht ran, das kann man auch friedlich klären. Hängen geblieben ist gegen so eine Wand geknallt und hat sich 1000 Knochen gebrochen. Und jetzt haben wir, können wir einen Knochenbrecher, Tony. Oh, zwei. Hä? Einmal stehen bleiben hier. Das hat er nicht gemacht. Ja, Negativwort rausgetasert. Ach ja, sehr sympathisch. Stehen bleiben. Ich will sie nicht anfahren, Vorsicht. Lass mich raus. Warum? Digga. Nein, lass dich nicht voll labern, Digga, hä? Du hast einen Stromschlag gekriegt und bist danach reingestiegen, Digga. Hey, du musst schneller raus, wenn ich sag Cops, Mann. Ohne da musst du rennen. Oder fühlst du dich so schlecht, dass du raus möchtest? Nein, alles gut. Das musst du auch wissen, Digga. Brauchst du irgendwas? Willst du eine Currywurst? Nein, Bruder. Um wieder, weißt du, da alles wieder in die richtige Linie zu bekommen. Ist sie mit Schwein? Leg mal auf, Abdul, Mann, ich dreh durch. Frank, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir wieder coole Musik brauchen. Ach so, jetzt? Ja. Das macht man erst ab 3 Wagen, Jungs. Echt? Okay. Ja, das macht doch keinen Sinn. Das ist nicht cool, dass ihr wartet. Ja. Ganz schön laut, oder? Wird lauter. So ist besser. Niki lauter, mach mal lauter. Jetzt geht's ab. Na, geht doch. Oh, fuck. Kann ich da nicht fahren. Digga. Na, jetzt wird's gleich wild, Alter. Was ist denn los hier?
Song, ne? Hey, die Schreimer, das kann man auch friedlich regeln. Bitte, Bruder. Ja, dann sagen wir ja, dann bleiben sie da stehen. Bitte, ja. Probier's. Ja, warte, lass den erstmal wieder. Obwohl, nee, lass den nicht rankommen, wenn er rankommt. Hören Sie auf, bitte nicht ran, das kann man auch friedlich klären. Das macht nämlich gar nichts. Aua! Oh, oh. Ja? Stehen bleiben! Hallo? Kommt sowieso nicht weg. Ja, wir weiter in die Richtung. Oh, was mit mehr Energie, Frank. Mehr Energie? Ja. Okay. Das war keine Absicht. Alles gut, Digga. Nein, Kopfschmerzen. Au. Hat er? Oh. Ja. Nee, keine Kopfschmerzen. Keine. Ja, ne? Ja, okay, jetzt Digga. Jetzt fahr doch da nicht noch rein. Keine Hampel, Mann. Ja, die Herren dürfen dann aussteigen, wenn die Türen aufgehen. Oh. Sorry, der war keine Absicht. Ja, alles gut, ich war noch 10 Meter in der Luft, Alter. Oh. Aber ich versuche euch mal eins zu helfen, ja? Ich hau hier mal die Scheibe ein mit dem Ellbogen. Klar, einfach das Glas in die Fresse, sag mal, bist du irre? Ich hab keinen Schutzbrille an. Ich könnte auch einfach die Tür aufmachen. Das traust du dich nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich gleich umgetasert werde. Wenn du nicht rennst, dann wirst du nicht getasert. Ja, komm, ich helfe dir sogar raus, wenn es geht. Wo hast du denn Schmerzen? Falls es nicht schlechter geht, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Toll, jetzt braucht der Wagen eine Reinigung, das ganze Essen liegt da drin. Kannst dich auch noch dazu setzen, mal. Oder da, ja. Was, ja. Das ist jetzt, wie du möchtest hier. Warum wurden die überhaupt verfolgt? Das ist die bessere Frage. Das verstehe ich auch nicht. Warum werden wir gleich halb ermordet, Alter? Ehrlich, das ist ein Mordversuch. Ich habe euch gesagt, haltet an. Ich habe gesagt, haltet an und fragt, was die wollen, anstatt mal abzuhauen. Ja, das gibt eine Anzeige. Da drüben. Der Filmtitel beschreibt die Situation hier wirklich schön. Mal drüben, beim Kino. Ja. What the fuck? Ich habe noch eine wichtige Frage dir. Wo sind jetzt die Welpen, zu denen wir unbedingt mussten? Und die sind? Alle. Ich nicht. Ich habe mich nur ein bisschen in den Kreis gedreht. Ich bin noch ein bisschen schwer. Der hat dir auch noch weiter Welpen. Deswegen bin ich ja so gefahren. Ich habe das scheiß Tier im Gesicht. Mann, wo war das? Wenn Sie der Polizist vor mir sind und nicht Gott, der durch mich tief spricht, dann höre ich Sie. Ja, ich stehe vor Ihnen. Ja, perfekt, höre ich Sie. Okay. Dann stehen wir jetzt hier nur noch zu dritt, Ihr Kollege ist ja schon los. Ja, dann möchte ich Ihnen gerne einmal Ihre Rechte verlesen. Sie haben nämlich das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen kann und wird vor dem Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben jederzeit das Recht, einen Anwalt zur Rate zu ziehen. Sollten Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer vom Staat Los Santos gestellt. Wahnsinn, sollte kein Anwalt erreichbar sein, müssen Sie sich selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte soweit verstanden? Ein Teil nicht. Nur einen kleinen Teil. Ja. Wie erreiche ich meinen Anwalt? Mit dem Telefon. Okay, danke, habe ich verstanden. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Zen Jok muss Zen Jok, Jok Rechte, nix. Check, habt ihr die auf Türkisch da? Gerade nicht. Egal, einfach Jok Rechte, ganz einfach. Ja, ist alles gut. Alles klar, und der Herr links. Ja, hab auch alles verstanden. So, wie kommt's? Warum sind Sie vor uns weggefahren? Hat der Kollege doch gerade schon erzählt. Ich bin gar nicht gefahren. War eine allgemeine Frage in die Runde. Ach so. Fluglehrer. Wer ist Fluglehrer? Du. Ich? Meiner. Okay. Wenn ich definitiv steht vor einem Propeller dran, dann hebt das Ding wirklich ab. Mhm. Super. Hätten Sie denn alle schon mal einen Ausweis für mich? Nee. Abdul, mein Name. Grüß damit, Digga. Ich bin Fritz. Schon mal haben, damit ich in Ihre Akte mal reingucken kann. Ach, du willst ihn angucken? Ja. Du willst ihn geschenkt haben, Digga. Nee. Geschenk gibt's hier nix. Super, dankeschön, Herr Steiner. Ja. Bei dir knistert's immer beim ersten Date, ne? Bei wem? Bei ihm, mit seinem Taser. Ach so. Das
Super. Und der heißt du? Bitte. Ja, ich bin mir mal hoch, oder was? Rein. Ich komme alleine. Hey, der doch. So. Ich? Ja? Bin die SC02. Aber nicht Knausbert, oder? Nee. Ah, okay. Dann hätte ich das mit dem Taser verstanden, aber. Die Falle da, ich auf jeden Fall so. Ja. Wieso? Der Herr Knausbert ist doch eine sympathische Schreckgestalt. Schreckgestalt, ja. Okay. Mahlzeit. Der war heftig, den kann man helfen. So, jetzt können wir anfangen. Was machen wir jetzt? Jetzt bräuchte ich nochmal einen Ausweis von dem Herrn in der Mitte. Ob du mir hoch hilfst, habe ich jetzt schon dreimal gefragt. Ach so, ja. Klar. Ah, das ist der Herr Klappstuhl. Abdul Klappstuhl. Danke. Das ist ein. Oh, das ist ein Snitch, Digga, von dir bestimmt. Lass ihn umbringen, jetzt. Beiß ihn in den Hals! Beiß ihn in den Hals! Beiß ihn in den Hals! Nicht schon wieder, ich hatte ich gestern Abend schon, das war geil. Normalerweise fahre ich besser. Okay. Okay, also wer von euch möchte womit fahren? Immer noch ich. Ich fahre damit. Fahr ich besser. Freddy und ich können zu Fuß kommen sonst. Ja, wir kommen zu Fuß. Jo, ganz bestimmt nicht. Hier darf man nicht fahren. Ja, hier wird nicht. Hier wird nicht was? Sobald hier wird nicht. Hier wird nicht. Wir müssen mal extra Rechte kriegen dafür, dass du uns versucht hast umzubringen, du Mörder, Alter. Doch. Mörder. Kann ich nicht. Kannst du zumindest. Herr Steiner, kommen Sie da mal bitte meine raus. Meine Fresse. Aus dem Kfz. Warum? Ich denke, ich soll mitfahren. Ja, nee, Sie sollen erstmal aussteigen. Warum denn? Ja, weil ich Ihnen nochmal Handschellen anlegen müsst. Dann kann ich dir doch aber nicht mit den Mittelfingern zeigen. Das ist wohl schade. Ach Mann. Hier kommen Sie da jetzt mal bitte raus. So. Dann versuchen Sie mal gleich Ihr Glück. Halt dir mal die Tür auf. Komm mal her, wie heißt du, Officer? Max O'Brien. Du wirst nicht von meiner Seite weichen, bis ich wieder draußen bin, richtig? Das ist richtig. Gut. Hier, dann nimm die schon mal und sonst habe ich nichts Illegales dabei. Ich schwöre, okay, das wollte ich alles nicht. Klar. Dann kriegen Sie einmal die Handschellen, dann müsste ich da aber trotzdem nochmal reingucken. Macht doch, mir egal. Ja. Aber so kannst du dich nicht verletzen. Wart einmal auf den Kollegen. Ja, das ist super.